In diesem Demonstrationsbeispiel geht es um Positionierung und Integration von wirksamen Behandlungsstrategien gegen chronische Rückenschmerzen in Sitzposition. Es gibt hier wirklich diverse Möglichkeiten. Ein Grundproblem ist oft das, dass der Patient sehr viel Arbeit aufwenden muss. Er will eigentlich mal loslassen und lieber liegt als sitzt. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um da ein bisschen Arbeit erstmal abzunehmen und andere Formen der Arbeit zu finden, die er auch machen möchte. Übrigens eine ganz einfache Art, so einfach ist es nicht, man muss bloß auf die Liege raufkommen, aber das schaffen doch die meisten. Wenn nicht, kann man sie auf den Stuhl oder Hocker hinstellen. Wenn ich hier meine Beine in Anlehnung habe, kann er seine tonische Anspannung so ein bisschen loslassen. Und ich kann hier im Kontext von Rückenschmerzen sehr gut im Trapeziusbereich an Triggerbändern arbeiten. Ich kann hier thailändische Akupressur integrieren. Und ich kann vor allen Dingen hier auf Akupressurpunkte gehen, die auch gleichsam Triggerpunkte sind und dem Patienten auch mal sagen, er soll mal aktiv was tun. Er soll zum Beispiel mal sein alternierend, also wechselnd, seine Schultern in den Druck reinbewegen. Ne? Die Schultern richtig schön hochnehmen, runternehmen und so ein bisschen sich selber mittels Bewegung versuchen, die Spannung zu lösen. Kann dabei die Arme auch mal ein bisschen anheben, ein bisschen kreisen, den Kopf kreisen. Also es ist wichtig, den Patienten dazu zu aktivieren, sich virtuos und vielfältig zu bewegen, was man im zivilisierten Alltag leider allzu selten tut oder gar nicht. Und jetzt macht er nämlich genau das, was ihm fehlt, was unter anderem eine Mitursache dafür ist, dass er die Probleme hat. Weil wir uns viel zu sehr sozusagen in tonischer Belastung befinden und eigentlich bestimmte virtuose Bewegungsaspekte im Alltag gar nicht nutzen. Ich gehe jetzt mal wieder runter und jetzt ist meine Lehne hier, mein Knie, das Knie ist unterhalb des Schulterblattes positioniert und ich kann ihn jetzt hier sehr gut so ein bisschen in mein Knie reinlehnen. Ich kann hier auch den Akzent mal in Richtung pektoraler Dehnung bis hin zur Latissimusdehnung verändern und gebe ihn hier, ja, oben ziehe ich, unten drücke ich, ne? Nicht auf der Wirbelsäule, sondern daneben. Das gleiche kann ich dann auch mit dem anderen Knie auf der anderen Seite ausführen. Jetzt kommt eine sehr simple, aber hocheffiziente Übung. Ich greife hier in den Trapezius. Meine Daumen sind hier neben C7 und ich bitte den Patienten, sein Kinn mal zum Brustbein zu bringen. Sehr langsam. Und dann den Kopf nach hinten zu führen, in die Reklination zu gehen, so weit wie er möchte und kann. Jetzt so weit wie möglich nach links oder nach rechts zu gucken, in dieser Positionierung verweilen und aus der Kopfgelenksmuskulatur, ich halte meistens kurz mal meinen Daumen auf, dass der Patient weiß, was ich meine, kleine Ja- und kleine Nein-Bewegungen machen. Eine Übung, die dem Kundalini-Yoga entlehnt ist, mit welcher man oft über die Eigenmobilisation kleine Blockierung in der HWS lösen kann und das gleiche auch zur anderen Seite. Dann den Kopf wieder gerade machen und einfach den Hals nach links und folgend nach rechts kippen. Nee, Flexion, genau. Bendung haben wir schon gehabt und zur anderen Seite auch eine Lateral, eine Seitflexion, Seitbeugung. Meistens bewirkt das, dass wir jetzt hier zumindest an der Oberfläche eine deutliche Entspannung hier im Trapeziusbereich palpieren können. Nun baue ich meinem Patienten eine kleine Lehne, um ihn sozusagen in seiner tonischen Anspannung wiederum zu entlasten.
Und geh erstmal so ein bisschen in die pektorale Dehnung, bisschen so der oft kyphotischen Haltung entgegenzuwirken, hier die verspannte Konzentrik etwas zu entlasten. Geh hier zum pektorales Ansatz, wo der berühmte Akupunkturpunkt Lunge 1 ist, mit dem die meisten Akupunkturatlanten beginnen. Und mach hier mal eine Kontraktions- und eine Dehnungsbewegung und versuch die Bewegung mal wiederum so ein bisschen virtuos zu gestalten. Nun soll der Patient diese Bewegung alleine machen. Ich sage immer, er soll den Arm bewegen wie eine indische Tempeltänzerin, aber auch in den Radien so groß wie möglich. Und ich akupressiere jetzt auch noch paravertebral, intraskapular, paraskapular und gehe hier auf Akupressur- und Triggerpunkte rauf, die man viel im Buch Wirksame manuelle Behandlungsstrategien gegen chronische Rückenschmerzen findet. Und er kann sich jetzt so selber so seine Spannung rausbewegen. Ne? Kann auch mal in und außen den Arm dabei rotieren. Geht dann natürlich auf die Rotatorenmanschette und er merkt so richtig, wie es knackt und rumst und wie sich da ganz viel über die Bewegung, die im Alltag fehlt, löst und lösen lässt. Ne? Kann auch mal den Arm hoch und runter nehmen. Ich gehe jetzt mal auf den Deltoideus und Supraspinatus und er kann sich so richtig schön hier selbst frei arbeiten. Macht in der Regel auch Spaß. Also man muss den Patienten gar nicht zur Überwindung motivieren. Danach baue ich hier das sogenannte flexible Kopfteil. Hier ist so ein rechter Winkel, seine Stirn ist medial auf dem Oberarm und ich kann hier sehr gut den Hals massieren. Meine Finger entweder intraspinal oder paravertebral positionieren und hier mit kleinen Bewegungen arbeiten, mit kleinen Inklinations- und Reklinationsbewegungen, aber auch kleinen Seitbewegungen und versuchen hier die verspannte HWS und auch die obere BWS zu lösen. Und auch hier kann ich mal verweilen, er macht selber diese Bewegung, ne? Kann sich selber hier wiederum auch seine Spannung rausorganisieren. Bewegt mal so ein bisschen. Sehr schön. Ne? Also ihn wirklich da auch so ein bisschen tun lassen. Jetzt ziehe ich seinen Arm unter sein Kinn und habe hier zwischen Wirbelsäule und Scapula, also hier im Rhomboideus, Trapezius, Transversa Bereichen optimale Dehnung. Kann jetzt hier so richtig schön intensiv zur Sache gehen, arbeite ich meistens mit der Faust, weil die meisten Patienten sind hier wirklich sehr, sehr hart. Kann hier auf diverse relevante Akupressur- und Triggerpunkte gehen und kann vor allen Dingen hier an den im Kontext des Fasziendistorsionsmodells, an den Triggerbändern im Nackenbereich sehr gut arbeiten, hat wiederum eine Vielfalt von Integrationsmöglichkeiten. Ne? Selbst den Ellbogen kann ich hier zum Einsatz bringen. Dann lässt sich das erweitern in die große Lateralflexion. Ich habe jetzt hier den Quadratus lumborum gedehnt, kann da gut arbeiten. Habe aber auch eine gute Dehnung in der Interkostalmuskulatur und kann hier über diesen Hebel auch sehr gut Druck auf die Rippen und auf die BWS ausüben oder neben der BWS die BWS beeinflussen und hier auch die eine oder andere Blockierung mittels Mobilisation lösen. Dann richte ich den Patienten wieder auf. Kann hier sehr gut mit der Außenrotation der Schulter arbeiten. Mein Daumen läuft, wandert paravertebral neben dem Schulterblatt entlang. Ich drücke hier mit dieser Hand regelrecht in meine Daumenbeere rein und rotiere dabei die Schulter nach außen. Kann das auch mit einer kleinen Knetung kombinieren. Kann hier der Manipulativmassage nach Terje, eine entlehnte, weiterentwickelte Technik,
über die Traktion von Schulter und Ellbogen gleichzeitig alternierend den Trapezius kneten. Habe jetzt hier mal noch eine kleine pectoralis minor Dehnung, akupressiere mit meinen Ellbogen und kann jetzt hier das sogenannte Nackenpäckchen bauen. Kann hier sehr gut, hier wiederum sehr gut am Trapezius arbeiten, an dortigen Triggerbändern, wo meistens in den Faszien Läsionen sind, Verklebung, Verdickung und so weiter, auch Kalkeinlagerung, und kann hier sehr, sehr viel lösen. Bei Kopfschmerzen könnte ich sehr gut hier den Sternocleidomastoideus auch akupressieren oder auch Punkte im Gesichtsfeld und im Nacken miteinander verbinden. Ne? Kann das lösen, kann sehr gut auch hier den Nackenbereich dehnen, fließend dehnen, sodass die Dehnungen hier zu kleinen Mobilisationen werden, und kann wirklich hier eine sehr, also ich sage mal, elegante Art der Behandlung integrieren, wo ich wirklich ganz, ganz viel löse, um dann zur anderen Seite zu kommen. Wechsle ich einfach das Standbein und mache genau das Gleiche dann auch auf der anderen Seite. Das könnte ich jetzt genau so machen wie eben. Was auch mal gut ist am Schluss, mal die Hände, Finger zusammen machen. Kann hier auch mit dem Knie wiederum paravertebral an der unteren WBS arbeiten und hier gut bilateral, pektoral dehnen. Die Möglichkeiten sind verschieden, komplex. Man muss sie finden und sie möglichst kreativ nutzen, um somit dem Patienten genügend Impulse zu geben, dass sich seine Spannung, seine Schmerzen so bald als möglich lösen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.